Rund geht's ab heute Abend auch im Winterhuder Fährhaus in Hamburg. Da feiert die Komödie Aufgusspremiere, wie der Name schon erahnen lässt. Spielt das Ganze im Saunabereich eines Hotels und da gibt es jede Menge Missverständnisse und Verstrickungen. In den Hauptrollen Hugo Egon Balder und Jeanette Biedermann. Die beiden sind gleich hier im Studio. Vorher zeigt Gabriela Stütz, worum es geht. Hi Dieter! Was machst du denn hier? Es ist nicht, wie du denkst. Wie, was heißt das? Ich bin alleine hier in deinem Einzelzimmer an mit Begleitung. Du bist alleine in Begleitung im Einzelzimmer? Ja, und es ist nicht, wie du denkst. Hugo Egon Balder und Jeanette Biedermann als heimliches Liebespaar, das sich zufällig in der Sauna eines Luxushotels begegnet. Unscheinbare Büromaus, die Sau rauslässt, wenn sie die Haare offen trägt. Nicht nur zwischen den beiden kommt es zu Missverständnissen. Die Komödie lebt praktisch davon, dass der eine nicht weiß, wovon der andere redet. Kurz zum Verständnis, es geht um Spenden. Und während die einen Geldspenden meinen, denken die anderen an Samenspenden. Der Düsseldorfer Theatermann René Heinersdorf hat sich das Ganze ausgedacht und steht in der Rolle des Klinikchefs, der Spenden für sein Kinderkrankenhaus sammeln möchte, selbst auf der Bühne. Es geht, was sehr originell ist fürs Boulevard, um ein Missverständnis und um Verwechslungen. Der Versuch in dem Stück geht in die Richtung, dass wir gedacht haben, wie weit kann man das Missverständnis mittels eines Wortes treiben? Eine Samenspende, sagst du? Ja, eine Samenspende. Du und ich habe jemanden ausgesucht, von dem ich weiß, dass er sehr gute Gene hat, diskret ist. Hugo Egon Balder als beziehungsunfähiger, reicher Geschäftsmann zwischen zwei Frauen. Eine Traumbesetzung für die Rolle, schwärmt der Regisseur. Er hat eine sehr schnelle, sehr intellektuelle, sehr kluge Sichtweise, dramaturgisch auch gesehen, auf das Theater. Ist privat auch viel intellektueller, als er sich öffentlich gibt. Er ist also viel mehr hart, aber fair als Tutti Frutti, finde ich. Normalerweise sammle ich die Spenden ein und lege sie dann auf Eis. Jeanette Biedermann als Chefsekretärin des Klinikleiters und eifrige Spendensammlerin wird ständig missverstanden. Wie viel wollen Sie denn spenden? Keine Ahnung, so viel es eben braucht. So viel es eben braucht? Ja, wissen Sie, ich habe das Ganze nie so in Mengenangaben gesehen. Wow, das ist ja der Wahnsinn. Jeanette ist eine der ganz wenigen Komödiantinnen in dieser Generation. Also das heißt eine Schauspielerin, die wirklich in der Lage ist, komödiantisch umzusetzen. Also ich erinnere früher an Grit Böttcher oder Barbara Schöne oder Beatrice Richter. Witzige Dialoge und ausnahmslos tolle Darsteller. Bei Aufguss kann man vor Lachen schon mal ins Schwitzen kommen. Und jetzt sind die beiden bei mir, Jeanette Biedermann und Hugo Egon Balder. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Nicht im Bademantel. Sind Sie froh, dass Sie den abends irgendwann mal ablegen können? Oder ist das schon ein Kleidungsstück, an das Sie sich gewöhnen könnten? Man hat sich daran gewöhnt. Wir sind trotzdem froh, gerade wenn es so heiß ist wie jetzt. Weil diese Bademäntel sind so dermaßen dick. Und wir schwitzen da wirklich wie Na, sag es, wie die Schweine, wie ja. Wie die Schweine schwitzen. Aber ist ja auch Sauna, soll man ja auch schwitzen eigentlich. Ja, aber in der Sauna. Die sind so aus Plastik, irgendwie. Das ist so ein Polyestermaterial, ja. Das lässt nichts durch. Okay, wir sagen jetzt auch nicht, wo die herkommen. Nein. Haben Sie denn noch Lust, Frau Biedermann, auf Sauna oder ist das jetzt erstmal gerade vorbei? Ich liebe Sauna. Also vor allen Dingen wirklich, tatsächlich gehe ich immer in die Sauna nach dem Sport, weil mir das einfach gefällt, weil es entspannt ist und ich habe nach wie vor Lust auf die Sauna. Weil es sind ja am Ende nur Türen, hinter denen wir verschwinden. Das ist ja keine richtige Sauna, also, weißt geht du? Noch. Bei uns abends. Hugo geht halt besonders gerne in die Sauna. Ich gehe nie nach dem Sport in die Sauna, das hat aber auch seinen Grund. Sie machen gar keinen Sport. So genau, ja. So ist es. Das kenne ich. Sie tun ja inzwischen seit 2 Jahren mit Aufguss, seit über 2 Jahren eigentlich schon, mit Aufguss durch Deutschland. Was war so Ihre erste Reaktion, als Sie hörten, Jeanette Biedermann ist die Partnerin an Ihrer Seite? Ich habe das nicht gehört, ich habe das angeleiert. Er hat das angeleiert. Sie mal? Wir haben uns getroffen, wir kennen es ja schon eine Weile, haben uns in Berlin getroffen bei einer kleinen Fernsehsendung, wo wir mit einem Bus durch die Gegend gefahren sind und haben uns unterhalten über Gott und die Welt. Und sie hat du hast Jedermann gespielt in Berlin, habe ich gesagt, hast du nicht mal Lust auf die Komödie? Sagt sie, gerne. Und habe ich gesagt, der Heinersdorf schreibt gerade irgendein so bescheuertes Stück und da gucken wir mal. Und dann ging das ganz schnell. Und so kam das. Und passte gut von Anfang an. Das passte gut, das war ja, super wunderbar. Gut. Ja. Ich habe auch sofort zugesagt, weil ich weiß, wenn irgendwas von Hugo kommt, dann ist es immer geil. Da kann das man war sich jetzt auch verlassen. Sehr nett gesagt. Das war die Wahrheit. Ja, guck ja. Mal, guck dir doch Aufguss an. Das, ja, war Aufguss ja jetzt, das hat ja jetzt schon in Timbuktu gespielt, also überall gefühlt. Ja. Und ja, und es ist jeden Abend ein Fest, ich muss es wirklich sagen. Ist es. Es ist echt ein Happening abends. Und so nach 2 Jahren gehen Sie sich auch nicht auf die Nerven. Also das ist immer noch alles ganz relaxed und fröhlich.
Wir gehen es schon sehr auf die Nerven. Das ist auch der Grund, warum wir getrennt schlafen. Ach, tatsächlich? Manchmal. Also manchmal. Jeder hat seine eigene Wohnung, damit wir uns auch mal aus dem Weg gehen können. Manchmal. Manchmal auch nicht. Ja, wir haben schon die Nächte zusammen verbracht. Also jetzt nicht im Bett, sondern an der Bar. Also wir verstehen uns wirklich gut, aber alle zusammen. Wir sind echt ein Ensemble, was wirklich auch befreundet ist und Spaß miteinander hat. Also man geht abends zusammen, wirklich nach jeder Vorstellung, was zu Abend essen und trinken lässt ihr Wein und lässt es ausklingen. Ist immer eine schöne Zeit. Ist ein bisschen wie Klassenfahrt. Bisschen wie Klassenfahrt. Eine kleine Klassenfahrt. Herrlich. Frau Biedermann, der Sat.1-Zuschauer kennt Sie natürlich vor allen Dingen auch noch aus der Telenovela Anna und die Liebe. Da waren Sie die Anna. Das ist jetzt schon ein bisschen her und seitdem sind Sie wirklich mehr eigentlich auf der Bühne unterwegs als vor der Kamera. Ist das so eine neue Liebe, die Sie entdeckt haben oder eine alte, die ausgegraben wurde? Also ich habe auch gedreht, habe auch Filme gedreht, aber für andere Sender, die natürlich nicht so gut sind wie Sat.1. Natürlich. Aber ich muss schon sagen, dass ich die Liebe fürs Theater, dass sie mich sehr gepackt hat. Ich liebe einfach diesen Live-Moment, dieses ohne Netz und doppelten Boden, einfach machen, einfach raus. Und natürlich die simultane Reaktion von den Menschen, ne? Das ist natürlich wunderbar, weil du kannst an den Menschen, die unten im Publikum sitzen und lachen, wirklich abmessen, wie gut du jetzt warst heute Abend. Und wenn du eine Pointe irgendwie in den Sand setzt, dann kriegst du das zu spüren. Ja? Also es ist einfach eine schöne Arbeit, ein schönes Gefühl und es ist echt stressfrei, also für mich so jetzt gerade, weil wenn wir unterwegs sind, ist es einfach schön. Es ist einfach schön. Und Ihr Regisseur hat auch Ihr komödiantisches Talent gewürdigt und hat davon geschwärmt in unserem Beitrag, hat Sie mit Grit Böttcher und Beatrice Richter verglichen. Oh wow, dankeschön. Ehrt Sie das? Ist das ein Kompliment oder sagen Sie, Andi, eigentlich möchte ich lieber, bin ich und möchte auch meins machen? Nein, es ehrt mich sehr, vor allen Dingen aus seinem Munde, ja, weil er ist natürlich ein ganz, ganz toller und ich schätze ihn sehr und ja, ehrt mich. Schön. Ist ein Kompliment. Ja, würde ich auch sehen. Herr Balder, Sie spielen einen beziehungsunfähigen, reichen Geschäftsmann, der zwischen zwei Frauen steht. Ganz weit weg. Ganz weit weg. Gar nicht Sie? Nein, überhaupt nicht. Ach, überhaupt nicht. In ganz weit. Wie kommen Sie darauf? Nein, ich bin weder ein reicher Geschäftsmann, noch stehe ich zwischen zwei Frauen. Noch bin ich. Was war das erste, beziehungsunfähig? Genau. Da könnte vielleicht was dran sein. Ich weiß nicht, ich war ja vielmal verheiratet. Keine Ahnung. Nee, das sind ja alles Rollen. Da fließt schon viel Privates rein. Das muss ich wirklich zugeben. Sowohl bei Heinersdorf und auch bei mir. Dieses Stück hat er geschrieben, während wir mit einem anderen Stück auf Tournee waren, im Auto. Und hat dann auch immer die Sätze abgefragt. Und ich habe ihm was von mir erzählt. Und dann hörte ich das plötzlich und so. Aber das machen ja die Stücke von Heinersdorf aus. Dass alles irgendwo ein Funken Wahrheit dabei ist. Na gut. Ja. Und liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind, gleich ist Premiere im Winterhuder Fairhaus. Ganz herzlichen Dank Ihnen beiden, dass Sie heute Abend hier waren und eine ganz schöne Zeit in Hamburg. Dankeschön. Vielen Dank, danke. Werden wir haben.